Mein Controller ist wieder aufgeladen. Es kann munter weitergehen in der Honigköpfer-Galaxie. Und oh nein, ich habe in dem Vorschub da oben schon die Bienenkönigin gesehen. Die Honigbienenkönigin. Bestens bekannt aus Mario Kart 7. Silbersterne im Honigbienendorf. Damit herzlich willkommen zurück, meine lieben Damen und Herren, zu Let's Play Super Mario Galaxy 2. Und zurück bei den Honigbienen. Das letzte Mal mussten wir auf der Bienenkönigin, in Galaxy 1, mussten wir auf der Bienenkönigin irgendwelche Splitter von einem Warpstern sammeln. Dieses Mal, oh, die Biene kann keinen One-Sprung machen. Okay. Das ist aber blöd. Kann auch keinen Rückwärtssprung. Die kann ja gar nichts, Digga. Okay. Hab voll die Idee. Dann jumpen wir einfach auf die rum. Damit kann man nämlich seine Energie wieder aufladen. Das ist ja lustig. Zählt scheinbar als Boden? Ich weiß auch nicht. Na gut. Silbersterne, Leute. Silbersterne. Ich finde die Idee mit Silbersternen eigentlich ziemlich cool. Die stammt, glaube ich, aus Mario... Fucking hell. Die Steuerung auf den Dingern sagt. Das habe ich vergessen. Aus Mario 64. DS. Wenn mich nicht alles täuscht, oder? Ich glaube, Mario 64 DS war das erste Mal, dass Silbersterne gesammelt werden mussten. Wie gesagt, finde ich eine coole Idee. War sonst nichts, echt? Okay. Ne, einfach so ein paar Splitter sammeln, bevor man den ganzen Stern bekommt. Ist irgendwie cool. Lässt einen die Mission halt noch ein bisschen anders gestalten. So. Der war knapp. Actually. Ja gut, Silbersterne sind jetzt hier, glaube ich, noch keine. Die kommen erst weiter oben, wenn ich das in der Vorschau richtig gesehen habe. Das heißt, im Endeffekt können wir hier einfach erst nochmal durchziehen. Die Giga Goomba Galaxie im letzten Part haben wir fertig gemacht, tatsächlich. Da haben wir eine Krone dran. Hatte ich gar nicht mehr auf dem Schirm jetzt. Aber passt. Also müssen wir jetzt nur hier durch navigieren. Den Luma machen wir wahrscheinlich im nächsten Part, denke ich. Weil dann müssten wir eigentlich endgültig die richtige Anzahl an Sternteilen zusammen haben. Na, aktuell haben wir da, glaube ich, irgendwie 800 noch was. Und wir brauchen... Well. Und wir brauchen 1200. Und ich habe halt echt keinen Bock, jetzt da bei der Toadbank einkaufen zu gehen. Alter. Das hier ist auch Mario 64, ne? Damals waren es zwar keine Wasserblasen, aber... Von der Idee her... ähnlich. Sehr Mario 64-Style hier, dieses Level. Interesting. Ja. Ich habe jedenfalls keinen Bock, extra Sternteile abheben zu gehen, deswegen... machen wir es so. So, jetzt ist die Frage, die welche? Gibt es hier schon die... Ja, hier gibt es schon die Silbersterne. Okay. Was ist denn mit euch, Alter? Verpisst euch mal bitte. Wir nehmen die Sternteile natürlich mit. Oh mein Gott! Jee, das war knapp. Das war echt knapp. Ah! Wild. So. Ah! Der haut ab. Dammit. Dammit. Ah, hallo? Ich höre hier irgendeinen ekligen Käfer. Ah, der ist direkt unter mir. Lol. Das ist ja wieder top. Okay, der ist aber echt knapp, der Flug. Nein, nein, danke. Ausnahmsweise hat mich mal ein so ein Vieh nicht getroffen. Es ist wieder wild. Das ist, was hier auch für ein Chaos ist. Guten Tag. Ich will jedes Mal erfreut, eine junge Biene begrüßen zu dürfen. Könntest du mir einen Gefallen tun? Etwas juckt an meinem Rücken. Könntest du dir das einmal ansehen? Und natürlich müssen das immer die Jungbienen machen. Ist ja klar. Selbstverfreilich, Digga. Was ist denn mit dir wieder, hä? Eieiei. Okay. Dann ist hier einer von den Silbersternen. Ja gut, das ist so ein bisschen blöd, weil ich nehme an, das hätte eigentlich der letzte sein sollen. Kann das? Es ist jetzt ein bisschen blöd. Oh, okay. Einmal kurz von den Flügeln abrasiert worden. Ja, dann müssen wir nochmal runter, glaube ich. Da habe ich ein bisschen verkackt. Scheiße. Alter, was hier von Chaos ist, gibt erstmal wie viel Action. What the hell? Okay, dann habe ich irgendwo ein paar Silbersterne verpasst. Ah ja, da unten zum Beispiel. Lul.
Ah ja. Das ist natürlich ein bisschen blöd, weil der Stern natürlich oben spawnen wird. Dann hätte ich mich ja noch ein bisschen besser umgucken sollen, bevor ich hier hochspeede, ha? Shit. Shit, shit, shit. Da hinten in der Ecke wahrscheinlich, da war ich nämlich auch noch nicht. Ah, oh, fast. Dammit. Ja, ich rieche doch hier einen. Ja, ich rieche hier einen Silberstern. Perfekt. Und natürlich spawnt er oben. Super, duper, duper. Toll. Okay, kurzer Cut bis zum Stern, weil den Aufstieg müssen wir uns ja nicht zweimal geben. Oh, oder warte mal. Ist das hier? Ich habe die Kometenkeulen komplett vergessen. LOL! Ich wollte gerade sagen, vielleicht ist das eine Abkürzung zum Stern. Ist es tatsächlich mehr oder weniger? Dann schneide ich nicht. Ich habe die Kometenkeulen komplett vergessen. Was denn mit meinem Brain los heute? Ja, Digga, ich komme gerade von der Arbeit, also vielleicht bin ich noch ein bisschen durch den Wind. Ich weiß auch nicht. Heftig. Da haben wir Glück gehabt, tatsächlich. Da haben wir echt Glück gehabt, die hätte ich voll vergessen. Krank. Die war auch ein bisschen versteckt, tatsächlich. Ja, gut, nicht wirklich. Ne, wenn man den Silberstein einsammelt, dann... Wenn man den Silberstein nicht eingesammelt hätte, wäre die versteckt gewesen. Aber so... Ja. Ist es mehr oder weniger offensichtlich gewesen. Okay. Ein Komet in der Klappstadtgalaxie. Okay. We take it, we take it. Machen wir gleich. Jetzt feiern wir erstmal kurz, dass wir die Biene einkassiert haben. Was ist das? Ein gestreifter Pilz? So etwas sehe ich zum ersten Mal. Du hast schon ein sonderbares Hobby. Viel Spaß da noch mit deinem neuen Spielzeug. Jop. Eins, zwei Power-Ups fehlen uns noch. Ne, drei sogar. Hä? What the fuck? Welche drei Power-Ups kriegt man denn noch? Heftig. Naja, 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 naja. Was soll's. Machen wir jetzt die Klappstadt-Galaxie oder... Machen wir erstmal die Honigbienen-Kacke fertig. Komm, wir sind gerade hier, also mach. Also mach. Oh, da ist gerade. Hä, da ist gar kein zweiter Stern. Dann muss ich gleich mal auf das Schild gucken, wenn wir wieder gelandet sind, weil dann könnte es tatsächlich einen Secret Star geben. Dann muss ich mal auf unsere schlaue Karte gucken, tatsächlich, ja. Ist okay. Was kriegen wir hier? Der Liederschmuck von Fräulein Schlummerli. Wer ist Schlummerli? Oh Gott! Why? Was habe ich verbrochen? Well, alles klar. Dann ist Schlummerli wohl einer von denen. Ja, auf Zeit auch noch! Oh mein Gott! Was denn mit euch? Alter. Oh mein Gott, das wird richtig ätzend. Das wird richtig ätzend. Komm schon! Sobald ich den... Nein, nein! Okay. Danke. Sobald ich den Kreisel da aus Versehen berühre, haben wir verkackt, tatsächlich. Weil ich dann den Stern, den Wandschuh nicht weiter machen können. Das wäre echt nicht so gut gewesen. So. Okay, die alle einmal eingesammelt. So, jetzt dreht sich das gerade in die Richtung. Ah, Kacke. Na, okay, dann kommen wir. Nehmen jetzt erst die hier alle mit. Man muss halt wenigstens ein bisschen Konzept hier haben, befürchte ich. Weiß noch nicht, ob wir Konzept haben aktuell. Oh Mann, Digga, die Wechsel sind aber auch gerade echt immer scheiße getimed, oder? Ai, ai, ai. Okay, okay, okay. Ja, toll, den einen da kriege ich jetzt nicht mehr, oder was? Nicht dein Ernst. Nicht dein Ernst, dass ich den jetzt nicht kriege. Weil ich keinen Wandsprung habe. Oh mein Gott, der hat gezählt. Geil, er hat gezählt. Wild. Okay. Ich habe einen Wandsprung, hä? Ach, lol. Okay. Ja, dann macht es ein bisschen einfacher. Das ist gut. So, jetzt muss ich nur gucken. Das war knapp. Ja, Digga, was soll... Alter, steh doch auf jetzt, Klempner. Was ist denn mit dir wieder? Oh mein Gott. Okay. Jetzt haben wir hier die restlichen. Komm, switch it. Okay. Ei, 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 ei.
Okay, aber da fehlen nur noch die da oben. Wir haben noch 20 Sekunden. Das wird richtig eng, das wird richtig eng. Nein, nein, nein! Do it! Komm schon! Das wird nix. Komm schon! Nein! Weil dieser Scheißwechsel so lange dauert! Mann! Oh, ist das ätzend! Was eine Drecksmission, Alter. Oh mein Gott. Damit dürften wir es haben. Danke. Ja, hat ihn bekommen. Nice one. Wenn ich Glück habe, treffe ich jetzt sogar direkt das Loch. Nice. Let's go. Das war eine gute Kombi. Ja, okay. Ich glaube, meine Route war vorher nicht ganz optimal. Ich habe es jetzt ein bisschen besser gemacht. Beziehungsweise ich habe am Anfang ein bisschen zu viel Zeit verplempert bei den ersten Münzen. Aber das war auch ein bisschen asozial. Ja, genau. Finde ich auch. Aber es war auch ein bisschen arg chaotisch, ey. Alter Schwede. Apropos chaotisch, Leute. Storytime. Ich bin eben von der Arbeit nach Hause gekommen. Im Auto unterwegs gewesen. Und Digga, es sind wieder so viele Spastis am Steuer unterwegs gewesen. Das ist unfucking fassbar. Wirklich. Es ist unglaublich, wie viele unfähige Affen wieder auf der Straße unterwegs waren. Boah, Darmstadt, Riesenbaustelle wieder, alles kacke, ne? Ewig viele Straßen, wo die Straßenführung geändert wurde mit Einbahnstraße hier und dies, das und andere Spuren und gelben Markierungen und bliblablub, ne? Okay, whatever. Mittlerweile seit Monaten so, da sollten die jetzt eigentlich mal alle drauf klarkommen. So. Und dann gibt es da eine Kreuzung, wo relativ viel Verkehr ist im Feierabend. Nur logisch, alle wollen nach Hause. Und Alter, da wird die scheiß Ampel grün. Von denen, die halt in die Kreuzung so reinbiegen, ich stehe hier und dann kommen hier welche so rein und wollen da raus, ne? Dann ist das. Digga, und die ganze Kreuzung ist, also hier hinten steht alles, ne? Steht alles. Die Ampel wird grün. Was machen, oh lol. Was machen die ganzen Spastis? Die fahren einfach alle erstmal Vollgas in die Kreuzung rein und gucken dann mal, was passiert. Ergebnis, die gesamte Kreuzung steht dicht mit Autos und keiner kommt mehr durch und ich krieg einen fucking Anfall, weil das so unnötig ist. Okay. Weil das so unnötig ist. What the hell, was mache ich hier? Ich glaube, ich muss nicht da lang, oder? Das ist wahrscheinlich. Ja, guck mal hier. Guck mal hier. Hab's verstanden. Wir müssen da einen Weg bauen. Wow, wow. Okay, sehr gut. Ja, okay. Ja, und dann stehst du auf jeden Fall erstmal da und guckst. Und dann stand da halt schon einer quer auf der Kreuzung wirklich. Das war kein Durchkommen. Basically, ich wollte geradeaus durchfahren. Da standen überall Autos. War komplett dicht. So, cool. Und dann kommt noch einer von hier von der Seite, fährt an dem letzten vorbei und stellt sich hier nebendran. Digga, ich habe an nichts mehr geglaubt, wirklich. Ich habe an nichts mehr geglaubt. Also, boah, Digga, da war es quasi so zu, wie es nur zu sein konnte. Und ja, war schon nervig. Kann man schon so festhalten. War schon Premium-ätzend. Und dann generell, Alter, ich weiß auch nicht. Leute, die einfach so unglaublich knappe Spurwechsel gemacht haben und die direkt vors Auto reinziehen. Leute, die einfach irgendwie 20 km/h gefühlt fahren auf der Autobahnauffahrt und nicht beschleunigen können. Ey, so viele Spastis unterwegs gewesen heute. Es ist absolut wild. Also, keine Ahnung. Geht mir nicht in den Kopf, was... Good one. Geht mir nicht in den Kopf, was bei manchen Leuten abgeht. Aber die haben es jedenfalls überhaupt nicht geschissen bekommen heute hinterm Steuer. Da war die Heimfahrt schon ein bisschen anstrengend, gebe ich ehrlich zu. Was? Da ist eine Lücke? Da ist eine Lücke? Alter, Level Design. Ey, das kannst du dir ja wieder nicht ausdenken. Als ob da eine Lücke ist. Die hat wahrscheinlich auch im Leben noch keiner außer mir gefunden, oder? Seid mal ehrlich, Leute. Wusstet ihr, wenn ihr dieses Spiel kennt, dass da an dieser Stelle eine Lücke ist? Never fucking ever. Ey, das ist ja wohl absolut wild wieder. Das kannst du dir ja nicht ausdenken. Hey, warte mal, da waren ja jede Menge Sternteile. Schade. Die kriege ich jetzt nicht mehr. Ja, doch, man sieht sogar leicht, ne? Da ist eine Lücke. Was? Manchmal ist die Wirbelattacke in der Luft einfach nur so ein halber Sprung. Ich weiß es nicht, Alter. Der war viel schwächer gerade als sonst, der Wirbler. Das war so ein... Oh. Als hätte ich einer erwürgt, während du gerade noch einen Aufsatz fertig schreiben wolltest oder so.
Schon wieder! Warum macht er das manchmal, wenn er irgendwo hängen bleibt? Ergibt aber keinen Sinn, weil... Weil ich ja eben nirgendwo hängen geblieben bin. Also beim zweiten Mal schon, beim ersten Mal nicht. Right? Das ergibt gar keinen Sinn. Das sollte ein Weitsprung sein. Warum mache ich das eigentlich die ganze Zeit? Kann mir einer sagen, warum ich die ganze Zeit... ganze Zeit den Weg des Weitsprungs... Ist okay. Ach, fick dich, Alter! Digga, Tiefenwahrnehmung ist nicht existent in diesem Level. Hä? Sorry, Leute. Ich weiß auch nicht. So. Da sind wir wieder hier. Diesmal springen wir hier nicht ins Loch und auch nicht irgendwo in die Hölle da hinten in der Ecke. Und dann ist das auch gar kein Problem. So, wir brauchen Kettenhunde. Die kriegen wir hier. Sehr gut. So, und den müssen wir jetzt mit nach Hause nehmen. Das sollte machbar sein. Ja, kein Problem. Sehr schön. Sehr schön. Gute Nummer, gute Nummer. So. Da oben war so ein sternbildmäßiges Gebilde, wie auch immer. So ein Kettenhund halt am Himmel gezeichnet. Den würde ich eigentlich gerne noch einsammeln, weil das waren eine Menge Sternteile. Aber... Ah ja. Ich weiß nicht, ob wir das noch können jetzt tatsächlich. Warte mal. LOL. Die fliegenden Kettenhunde. Wer kennt sie nicht? Gut. Warum ich das aktivieren sollte, weiß ich ehrlich gesagt nicht genau. Ich ignoriere es jetzt einfach erstmal. Den bringen wir kurz um, weil wenn ich danach mit dem Kettenhund lang möchte, dann macht er eh nur wieder Stress. Ich nehme an, das werde ich nachher für die Kettenhunde wahrscheinlich brauchen. Ja, ja, genau. Dachte ich mir. Das dachte ich mir. Okay, dann räumen wir erstmal auf. Von die Lava. Okay. Let me see. Da oben muss ich nicht lang. Ich glaube, da kann ich auch nicht lang. Alter, hier sind die goldenen Kettenhunde. Hier sind die goldenen Kettenhunde. Ja gut, da ist mein Stern wahrscheinlich drin, alright? Naja, safe. Safe. Okay, ich kann die Kamera hier leider nicht drehen. Das ist ein bisschen nervig. Okay. Verpiss dich. Verpiss dich. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob der die Gegner kaputt machen kann. Wir werden es merken. Oh, fahr, fahr, fahr! Alter, wie lahm! Okay, aber der kann die Gegner kaputt machen. Das heißt, ich brauche die nicht wegräumen. Was ist das da unten eigentlich? So eine Horizon Zero Dawn Brutstätte oder was? Da spawnen einfach die Kettenhunde mitten in der Lava. Das ist auch wieder anders wild. Komm schon, runter mit dir, runter mit dir, runter mit dir! Okay. Ich glaube da... Ich muss mir die Route mal ein bisschen genauer angucken tatsächlich, weil ich habe jetzt nicht genug im Kopf gehabt, wo ich lang musste. Ja, wir können einfach darüber weit springen, wie auch immer. Dachte ich mir tatsächlich, habe ich jetzt aber zu spät umgesetzt. Ja, die können wir jetzt alle erstmal ignorieren, die Kerle. So. Diesmal sollten wir es eigentlich easy hinkriegen. Ist nicht so schwierig. Im Endeffekt muss ich ja nur den hier aktivieren, den nächsten aktivieren, rüber weitsprungen und das war's schon, right? Ich glaube schon. So, jetzt aktivieren wir den hier. Weitsprung rüber. Was mit dir, Kettenhund? Okay, Alter. Dann halt kein Weitsprung, I guess. So, jetzt kommt der angeschissen. Und dann, wenn der auf dem Ding ist, müssen wir es aktivieren, ne? Jawohl. Und das soll es gewesen sein. Nein, du bringst mich jetzt nicht um. Ganz bestimmt nicht, Alter. Du Drecksau. Alter Vater. Ich kann doch da hoch, das ist ein Fragezeichenblock. Ja, who cares. Ich hab den Stern. Und das ist das, was zählt. Badabadababam. Badabam. Sehr, sehr gut. So, ja, da geht noch ein bisschen was. Da geht noch was. Wie viel Sternteile haben wir denn jetzt? Sag mal bitte an. Badabadabada. Stern Nummer 59. Fehlen noch ein paar. 1040. Oh, sehr gut. Fehlt nicht mehr viel. Ist aber auch besser so, weil die Welt haben wir schon fast durch und ich möchte den Luma eigentlich schon noch aktivieren, bevor wir die Welt verlassen. Oh. Hilfe gesucht. Ich habe da ein Anliegen, für das ich deine Hilfe gebrauchen könnte. Komm zur Bröselbrock-Galaxie. Ich warte dort.
Da ist unser Secret Star für die Bröselbock-Galaxie, den ich schon mal vermisst hatte. Sehr gut. Was willst du denn? Du hast da ganz schön was mitgemacht, oder irre ich mich? Könnt ihr... Was für... Was? Digga, ich spiele seit 20 Minuten. Entschuldigung, Alter. Honeköpfer, ja, da ist noch kein Fragezeichen. Das heißt, da gibt es keinen Stern aktuell. Das ist in Ordnung. Dann begeben wir uns zur Bröselbock... Ne? Wisst ihr Bescheid? Zur Bröselbrock-Galaxie zurück, um die letzte... Nein, die zweite Welt abzuschließen. Sternteil nehmen wir mit, weil... Ne? Und so. Bitte sag mir, dass jetzt nicht wieder so ein Müllverbrennen-Gedönsel wird. Weil da bin ich ja so gut drin, ne? Ich habe aber im Kopf, dass es irgendwie so eine Kegelmission gab. Vielleicht ist das sowas. Aber wo finde ich jetzt eigentlich dieses Viech? Der Luigi, sollen wir den mal antalken? Komm, wir spielen die Mission mal mit Luigi, Leute. Einfach nur, damit wir mal was Neues sehen. Oder so ein Nerd. Bam. Und dann schauen wir mal. Jetzt muss ich halt irgendwie diesen Roboter finden, ne? Okay. Aha! Da ist er ja, unser Freund! Es wäre jetzt echt doof, hier direkt davor zu verrecken. Muss mal ganz kurz noch die Leben auffüllen, bevor wir mit dem quatschen. Dankeschön. So! Jetzt musste ich echt das halbe Level dafür nochmal neu spielen. Oh. Ja. Okay, scheiß drauf. Du suchst ein paar Stern, wenn ich nicht irre. Ich habe neulich einen im Haufen Plunder entdeckt. Wie wäre es mit einem Tauschgeschäft? Und zwar, ich hätte wirklich gerne eines dieser braunen Viecher. Oh. Ich hoffe, ich habe mich gerade den einzigen Goomba, den es hier auf diesem Planeten gibt, getötet. Das wäre so fail, Digga. Oh nein, bitte sag mir, dass es nicht nur den einen Goomba in diesem Stein gibt. Junge, das wäre so fail. Oh no. Das könnte halt actually wirklich sein, ne? Könnte actually wirklich sein. Hallo, lass mich in Ruhe. Ey, Mann, aber das kann ich doch auch nicht riechen, Alter. Fuck. Hallo. Ja, da ist keiner mit. Scheiße. Ey, das ist jetzt dein Ernst? Oh, da ist noch einer. Oh mein Gott, okay. Der darf jetzt auf gar keinen Fall sterben. So, komm her. Wo waren die, Alte? An der da drüber? Nee, ne? Nein! Luigi, du dummes Stück Scheiße! Well. So schnell kann es gehen. Da haben wir nämlich den Goomba. Ja, hätte ich gewusst, was das für eine Mission ist, hätte ich natürlich nicht Luigi für die Mission genommen, weil... Yo. Luigi rutscht halt wie Arsch und den dann solche genauen Sachen machen zu lassen, ist halt dumm. Was für süße Augen hat, lol. Die fährt total auf dem Goomba ab. Feier ich. Oh Mann, Alter. Naja, eine positive Sache hat das Ganze. Wir... konnten ordentlich Sternteile farmen. Denn das ist in dieser Galaxie eigentlich ganz gut möglich, dadurch, dass man viele von diesen Felsbrocken hier kaputt ballern kann. Und damit dürften wir jetzt genug haben, um die Duma-Galaxie freizuschalten. Glaube ich. Wir müssten jetzt die 1200 eigentlich geknackt haben. Wieso lande ich jetzt eigentlich schon wieder hier unten? Das verstehe ich auch nicht. Ist das nur bei Secret Stars oder so? Keine Ahnung. Da haben wir die 1-2. Sehr gut. Die Galaxie ist auch komplett. Das ist wundervoll. Oh, sag bloß, dieses Mal hast du einen Hausmeister mitgebracht. Vielleicht finden wir ein lauschiges Plätzchen. Ach, was? So ein tattriges Teil. Wie soll ich das nun den anderen erklären? Wie soll ich das dem tattrigen Teil erklären, ist die bessere Frage. Alright. Quatschen wir kurz mit dem. Joa, hat bestimmt nichts Wichtiges zu sagen, aber was soll's. Einmal gehört.
Oh, hallo, Jungsbrot. Es gefällt mir hier recht gut an Deck. Die Mitreisenden sind sehr angenehm. Das hier habe ich neulich im Gras gefunden. Nimm es doch. Du sammelst echt jeden Müll auf, ne? Einmal Müllmann, immer Müllmann. Auch wenn du dich jetzt als Hausmeister ausgibst. So, ich glaube, ich habe jetzt so viel rauscutten können, müssen, dürfen, sollen, dass wir tatsächlich noch Zeit haben, uns kurz die Luma-Galaxie anzuschauen. Weil die sind ja meistens relativ kurz. Da ist unsere Krone, wundervoll. Daher gehe ich eigentlich davon aus, dass das noch reichen sollte. So, wir speedrunnen einmal kurz den Kerl hier zu füttern, würde ich mal sagen. Na? Einmal kräftig durchgezogen, einfach die Sternteile quer durch die Kauleiste gedrückt. Und gezwungen, das zu fressen und sich zu verwandeln. Weiß nicht, ob das schon als Körperverletzung durchgeht oder nicht, was wir hier machen. Ich meine, immerhin ziehen wir mit dem Sternteile-MG auf dieses Viech drauf. Aber was soll's. Und anschließend platzt er, ne? Also, Mario, ich glaube, da könnte eventuell noch so eine leichte Sache auf dich zukommen. Aber ist okay. Kann ich mitarbeiten? Was haben wir da Schönes? Oh no! Ich will wieder Yoshi Leuchtfrucht, Digga, oh mein Gott. Okay, Biscuit-Boden-Galaxie. Ich glaube, die war doch nicht so einfach. Okay, dann halten wir die für den nächsten Part. Warm. Dann machen wir kurz den zweiten Stern in der Kettenhundfabrik. Machen wir kurz. Schurfing. Ja, mal gucken, ob der kürzer ist. Federleicht durch die Kettenhundfabrik. Nein, die Sprungfeder! Well, das ist ein Item, was wir noch nicht hatten. In diesem Spiel. Das ist aber ehrlich gesagt schlecht, weil das heißt, dass dieser Stern auch länger dauern wird. Ja. Dann machen wir einfach einen Deal, Leute. Wir speedrunnen das jetzt hier. Wir ziehen jetzt hier voll durch. Ich kann da keinen Dreisprung drauf machen, echt jetzt. In Mario 64 hat das funktioniert. Komm schon. Mach keine Faxen, Mario, das geht. Ich weiß es. Ich weiß, dass das geht. So, wird zum Thema, wir speedrunnen das jetzt. Ne, es geht echt nicht. Ehrenlose Scheiße. Die haben das Ding einfach nicht, dreisprungbar gemacht. Das ist wieder sehr, sehr, sehr asozial. Ja, jetzt mit der Feder haben wir natürlich wieder hier richtig Spaß. Kann ich damit jetzt aber hier? Ja, das kann ich, okay. Alright. Alright. Ich gebe mein Bestes, Leute, aber das könnte sein, dass der Part jetzt ein bisschen Überlänge bekommt. Naja. Ist ja mit Sicherheit nicht so, als würde ich das stören, von daher, was soll's. Lol. Ups. Sorry, Bruder. War Absicht. Das war so klar. Oh boy. Oh Mann, das war knapp. Oh, das wird witzig. Man kann es halt einfach nicht steuern, Digga. Ja, gib dir die Scheiße. Ich hab A gedrückt. Ich schwör mein Gott, ich hab A gedrückt. Ich hasse alles. Vielleicht gehen wir einfach so dahin und probieren einfach da mit einem Wandsprung hochzukommen. Das ist, glaube ich, realistischer, als dass ich das jetzt schaffe, hier mit der Sprungfeder durchzukommen. Was eine blöde Scheiße. Okay. Ich hab doch A gedrückt! Dude! Es ist insane! Oh mein Gott! Ich hasse alles! Danke! Alter Schwede. So knapp hier. Ich hab doch ge... das war ein richtiger Scheißstern, mir jetzt noch an den Ende des Parts dran zu kleben, ganz ehrlich. Das ist eine richtig dumme Idee gewesen. Alter, weil ich kann ich auch nicht riechen, dass das so eine Kackmission wird, right? Ich hab doch A gedrückt! Holy shit! WTF, was ist denn das? Das sieht so dumm aus, ne? Weil ich mich jedes Mal wieder von demselben Kettenhund wegflexen lasse an derselben Stelle. Aber es ist halt Fakt, dass ich A gedrückt habe. You see that shit? Ich hab's in die Kamera gehalten, Bruder. Ich hab Videobeweis. Ey, Mann, Alter. Warum muss das denn so eine Scheißmission sein? Wirklich, die Sprungfeder ist das dümmste Item, was in Mario-Spielen existiert. Direkt neben dem Frosch. For real. Ich hab... Boah! Das hätte funktioniert. Du kannst da mit einem Dreisprung und einem Triple Jump hoch. Safe.
machen wir jetzt so. Halt dich fest. Jetzt muss ich nur einen Dreisprung aufladen. Easy. Easy, ihr Ficker. Gar kein Problem, Alter. Hab ich mal... Guck, ich hab mal gerne haben hier. Junge! Kann ich kurz mal gucken, wie hoch das ist? Das reicht auch mit einem Dreisprung, oder? Ja, natürlich. Fuck you, for real. Just fucking fuck you. Ist das eine Schmutzmission, Alter? Okay, hier reicht ein Dreisprung leider definitiv nicht. Alter, ist das schrecklich, ey. Oh mein Gott. Ich weiß nicht, wenn ihr Galaxy nie gespielt habt, könnt ihr euch, glaube ich, nicht vorstellen, wie scheiße das zu steuern ist, aber es ist abartig widerlich zu steuern. Lasst euch einfach so viel gesagt sein. Oh! Alter, komm schon. Komm schon, wenn du hier runterfällst, musst du alles nochmal machen. Please. 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 Nein! Oh, yes. Yes. Fuck yes. Ah, die Hälfte der Mission gecheatet, aber I don't give a fuck. Also for real, das mit der Sprungfeder ist halt viel, viel schwerer, als es mit einem fucking Dreisprung zu machen. Es ist 10-mal schwerer. Alter, ist das lächerlich. Junge, 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 Junge. Das hätte nicht so lange dauern sollen. Ich hätte das gleich mit einem Dreisprung machen sollen. Das war einfach dumm. Ich hätte mich gar nicht darauf einlassen sollen, auf diese Scheiße mit dem Dreckspilz da, ey. Nur mal ganz langsam. Das ist eine, was schon, eine Sprungfeder? Wie dieses Ding, das boing, 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 boing macht, wenn du draufschlägst. Wer schlägt auf Sprungfedern? Eine der vielen Fragen, die wir im nächsten Part klären werden, meine lieben Damen und Herren. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zusehen. Lasst gerne einen Daumen nach oben, wenn euch dieser Part gefallen hat. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis zum nächsten Mal. Bis dann und ciao.